Also ich, hier vorne gibt es glaube ich doch in einer Kiste Kohle drin, ja. Da ist ganz viel Kohle. Genau, ich pack da jetzt auch mal meine Spitzhacke habe ich mit reingemacht, weil ich gehe ja jetzt hoch. Und werde da jetzt ein bisschen Okay, hier ist ausbauen. Lava. Den Gang beende ich mal. Ja. Also Ich wie habe hier gesagt, hier diesen Berg vorne auch in der wieder einen direkt. Kiste ist meine Spitzhacke drin mit Fortune für Abbauen von Zeugs. Diamant. Ja. Meinetwegen auch andere Sachen. Und er ist wieder weg. Und gleich Ich ist bin er wieder wieder da. weg. Ja, Ich habe euch ich gehört, bin. als ihr gesagt habt, er ist wieder weg. Ja, ich weiß nicht, es ist auch halt, als ob dein Mikrofon gemutet wäre. Von dir kam halt nichts mehr. Das ist ja interessant. Also mein Mikro dürfte sich eigentlich nicht muten. Automatisch macht das das nicht. Dann wäre Timo auch alle paar Minuten mal wieder weg. Aber irgendwie Ah! nicht. Nee. Liegt das wahrscheinlich Glaubst du schon doch wieder? an der Leitung. Hier ist ein Creeper reingekommen, wie auch immer. Ist ja nett. Eine schöne Überraschung oder so. Besuch. Nein, es kommt nicht da rein. Ah, ich muss hier eine Tür reinbauen. Ja, das wäre eine Variante. Türen sind eine optionale Möglichkeit. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber Türen sind eine Variante. Ah. Wenn ich jetzt einen Diamanten aufhebe. Ah. So. Jetzt erstmal schön noch eine neue Diamantspitzhacke machen. Hey, ich habe gerade ein Schwert gemacht. Ja. Interessantes Achievement hier. Du rüstest gegen uns, du willst uns töten. Ihr könnt ja versuchen, mich umzubringen, aber ich glaube, das wird nicht so sehr Nein. erfolgreich. Ja, du willst uns töten. Das Ja, habe ich ich meine ja gesagt. zum Vorbeugen könnte mich töten. Ja, ihr müsst einen Schritt weiter denken. Ach, zu dritt könnten wir das wohl. Wer weiß. Gut, dass ihr nicht wisst, dass ich meine Diamantrüstung gerade gemacht habe. Haben wir eigentlich Kühe? Nee, Kühe nicht, aber ich habe ein zweites Schaf mitgebracht. Ich brauche aber Leder. Diamanten. Ja, Spitzhacke Letz, liegt letz. vorne in der Kiste. Ja, aber ich will, dass du das machst. Du kannst Ich hol das. Flo. Nein, nein, das mache ich selber. Ich brauche Kühe. Ja, hast du, Timo? Ups. Na, wie viele waren es? Ich habe jetzt 24. Das sagt mir immer noch nicht, wie viele es waren, aber naja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele ich vorher hatte. Vorher hattest du 7, wenn ich mich nicht irre. 7 oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich 10 hatte, als ich mir die mein Ich Pickaxe würde mal gemacht sagen, habe. du Keine hattest Ahnung. vorher etwa 7. Damit kann man rechnen. Etwa. Etwa.
Das voll schrecklich, dass wir noch keine Kühe haben. Dann geh welche holen. Ich glaube, ich versuch's mal. Ich habe keine gefunden. Ich glaube, ich gehe mir einfach was zu essen machen. Also damit ist dann der Rest dieser Aufnahmesession geplant. Kühe holen. Am besten mindestens zwei. Ja, ich weiß. Doof bin ich jetzt auch nicht. Oder bring den Kühen Zellteilung bei. Also, dass sie sich so vermehren. Du meinst, ich soll eine weibliche Kuh nehmen und dann die mit, unter die sich selbst klonen lassen, quasi, ne? Und der ist wieder da! Ah, ich bin wieder weg gewesen. Mhm. Ja, du musst irgendwas in der Genetik oder wo auch immer man das verändern muss bei den Kühen, verändern, dass sie sich selbst befruchten. Und ich habe gerade schon gesagt, man muss doch die, man muss doch, kann doch jetzt, muss man eigentlich nur eine weibliche Kuh nehmen und dann in die Eizelle von der so eine Zellkern von einer normalen Zelle reinpflanzen, dann habe ich die Kuh selbst geklont, oder nicht? Ja. Ganz einfach. Ich weiß ja gar nicht, weshalb ich irgendwas Kompliziertes machen soll oder so. Ja, aber so würdest du auch gar keine Zygote bekommen. Hm? So. Dann nimmst du die Eizelle, pflanzt da eine Hautzelle oder sowas. Nee, nur den Zellkern einer Hautzelle. Ja, ja, sag ich doch. Hab ich doch gerade gesagt. Nee, du hast gesagt die Hautzelle. Du hast mir nicht zu Ende zugehört. Nein, Timo, du hast wirklich Hautzelle. Ja, du nimmst den Zellkern der Hautzelle. Ja, ich weiß, soweit hätten wir ja. Da hätten wir nur ein Problem. Dann pflanzt du der Kuh das hier wieder ein. Fertig, ja, aus. Das nur, naja. So könntest du keine Kühe nachhaltig vermehren. Muss ich halt immer wieder klonen. Ja, nee, nein, sie wären alle so alt wie die, also hätten genetisch nur die so alt wie die anderen. Ja. Ja, hätten also die Lebenserwartung. Deshalb könntest du sie nicht also wird das dir nicht allzu viel bringen. Würden alle auf einmal wegsterben und dann wäre blöd, ja. Wenn alle nach zwei Jahren oder so absterben. Ach, passt schon. Passt schon hin. Naja, für Minecraft wäre es ja egal. Wir brauchen hier nur das Fleisch und das Leder. Genau, einfach, wir töten doch eh direkt wieder, also. Klonen töten, Klonen töten. Genau, kommt doch hin. Was willst du mehr? Das ist vollkommen ausreichend. Also Kühe finden, das ist echt eine Aufgabe hier von mir. La 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 Dirt. Ja, Dirt ist super. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Minecraft. Ohne Dirt wäre Minecraft nicht Minecraft. Ich stell dir mal die ganze Welt ohne Dirt vor hier in Minecraft. Die wäre ja leer. Nö, wäre ein bisschen steinig. Pferde gefunden. Eine Enderperle oder was? Hm? Nein. Ein Pferd. Ein Pferd? Ich habe eine Perle verstanden. Nee. Ich glaube zwar, dass ich heute nicht besonders deutlich spreche, aber so undeutlich spreche ich jetzt auch nicht. Was hast du von Minecraft gelabert? Ja, genau. Ja, ich töten gerade ein paar Wölfe, ein paar Schafe. Super. Ist mir relativ egal.
Ich hab Kübel gefunden. Melonen hatten wir schon, oder? Ja. Wieso, seit wann stehen Melonen einfach mitten im normalen, in der normalen Welt rum? Melonen. Das war ernst gemeint. Ich gar nicht. Dachte ich auch. Welches Update hat das gemacht? Wahrscheinlich das neueste. Ich, was für ein Biom bin ich hier? Melonen-Biom. Dschungel-Edge. Melonen-Dschungel-Biom. Also da müsste es. Komisch. Ich glaube, da haben die was geändert. Ich frage mich, ob er in der Aufnahme dann auch weg ist. Nee, ist er nicht, hat er erzählt. Nee, habe ich gar nicht erzählt. Die Aufnahme läuft ja auch. Doch, hast du gesagt. Ja, ich habe erzählt, dass die Aufnahme weiterläuft. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in der Aufnahme nicht da bin. Ja. Du hast gesagt, die Aufnahme läuft weiter. Ja, die Aufnahme läuft. Oh, die Aufnahme läuft weiter, ja. Aber vielleicht ist er da ja auch stumm. Das meine ich. Das wäre ziemlich scheiße. Aber ja, mein Internet leckt tatsächlich nebenbei ein bisschen, weil ich gerade mit den Kühen rumlaufe. Hörst du uns eigentlich, während du weg bist? Ja, meistens schon. Wieso ist das irgendwie wichtig? Das ist merkwürdig. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist der WLAN besser beim Datensenden als beim Datenempfangen. Am Ende des Ganges steht ein Creeper, wenn ich das hier so gerade. Das ist mir vollkommen egal, ich muss hier die Kühe irgendwie nach Hause bringen. Nee, optische Täuschung. Ist gerade Nacht oder wie? Es wird gerade Nacht, ja. Hallo Kühe, wollt ihr mich vielleicht beachten? Ich habe zwar gerade kurz was gegessen, das heißt aber nicht, dass ihr mich jetzt hier nicht mehr beachten müsst. Die wollen mich doch verarschen. Warum hast du jetzt, bist jetzt rausgegangen? Weil mich die Kühe verarschen wollen. Achso. Ich nicht hoffe. Bist du jetzt beleidigt und musst schmollen oder was? Das auch. Aber eigentlich hoffe ich, dass ich durch den Weep Connect einfach wieder mit den Kühen besser zusammen. Du weißt schon, die haben ab und zu keinen Bock mehr auf dich. Sag. Das passiert einfach. Was versuchst du? Ich? Gucken. Ja? Gucken. Da musst du ein paar Sekunden warten und danach. Ich finde aber jetzt, ich komme gerade gar nicht mehr auf den Server rauf. Du hast gegraben, wo ist ein Floh? Mein Minecraft hat kein Internet mehr oder so. Ich bin in der komischen Mine und da komme ich jetzt raus. Ihr hört mich aber noch, oder? Ich sehe deinen Namen nicht mal. Doch, da hinten. Hallo, hört ihr mich noch? Die Richtung. Hört ihr mich noch? Ja, Janis, ich habe keine Diamanten. Du brauchst mich nicht für Diamanten töten. Aber ich komme gerade nicht mehr auf den Server rauf. Das ist schrecklich. Beziehungsweise ich komme auch gerade quasi auf gar keinen Server rauf, weil ich die alle gar nicht finde. Jetzt nicht so pralle. Ich nehme mal die wertvollen Sachen schon mal mit hoch. Janis? Also ich würde, muss ja leider sagen, ich glaube, wir müssen die Aufnahme wegen technischen Schwierigkeiten jetzt beenden. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, dann wieder mit vernünftigem Internet meinerseits und hoffentlich keinen Verbindungsabbrüchen. Tschüss. Tschüss.